Servus Leitz, herzlich willkommen im Pälzerwald. Ich bin gerade auf einer Wanderung in der Nähe von Ludwigswinkel und habe jetzt Hunger und will mal was kochen. Und bei der Gelegenheit will ich euch mal wieder einen Ausrüstungsgegenstand von mir vorstellen. Beziehungsweise sind eigentlich wieder zwei, nämlich mein Säg, die Felco 600 und eine Tasch dazu, die ist von Tasmanian Tiger, ist eigentlich eine Magazintasche. Die Firma Felco stellt hauptsächlich Werkzeuge für den landwirtschaftlichen Bereich her. Da ist auch die Säge angesiedelt. Wie gesagt, ist die Felco 600. Länge von dem Ganzen ca. 20 cm. Gewicht laut meiner Küche hoch 156 Gramm. Ist, wie man es inzwischen viele Säge kennt, Zugsäge, schneidet also nur auf Zug. Die Sägeblatt hat eine Länge von ca. 50 cm. Das heißt, die Säge ist insgesamt ca. 35-36 cm lang. Ich habe Handschuhgröße 9, also auch Menschen mit größeren Händen haben kein Problem, die Säge zu greifen. Wie man hört, rastet die Säge sauber ein und man kann tadellos mitarbeiten. Der Griff, das Schwarze, ist leicht gummiert, sodass man auch mit feuchten Händen oder unter feuchten Bedingungen keine Probleme hat, abzurutschen. Was ich mir dazu geholt habe, ist diese Magazintasche von Tasmanian Tiger. Ich habe sie in der Farbe Khaki und ich sehe, passt da super nahe. Die Tasche selbst wiegt noch einmal 50 Gramm, das heißt, ich habe ein Gesamtgewicht von knapp 210 Gramm alles zusammen. Ich hoffe, man kann das sehen. Sitzt, fällt eigentlich schon so nicht raus. Mit dem Klettverschluss arretiert, ist das eine super Geschichte. Hinten Mollesystem, das heißt, ich kann es an den Gürtel machen, ich kann es an den Rucksack machen oder ich habe es einfach nur in der Tasche drin in meinem Rucksack. So, und jetzt werden wir mal damit sehen, dass wir sehen, was das Ding kann. Ich denke, man hat gesehen, dass man mit dieser Säge wirklich was anfangen kann. Ich habe die jetzt schon über ein Jahr und bin wirklich sehr zufrieden mit ihr. Also mehr Säge für unterwegs irgendwo Feuer zu machen oder auch oben, wenn man wirklich draußen schläft, sich ein Lager zu bauen, braucht man meiner Meinung nach nicht. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.